Kohlekommission geht, Lausitz-Kommission kommt. Heute endet die Arbeit der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, kurz Kohlekommission. Seit 2018 haben die Mitglieder an einem Fahrplan für den Kohleausstieg gearbeitet. Jetzt wird der Staffelstab an die Lausitz-Kommission übergeben. Die will darauf achten, dass die Fördermittel für den Strukturwandel auch an der richtigen Stelle ankommen. Ausbildung klar machen. Laut Agentur für Arbeit Cottbus gibt es noch über 1.900 freie Ausbildungsplätze in Südbrandenburg. Besonders gesucht werden Azubis im Handwerk, in der Industrie, im Handel und im Hotel- und Gaststättengewerbe. Alle Jugendlichen, die vor den Ferien noch eine Ausbildungsstelle suchen, können sich telefonisch bei der Agentur für Arbeit melden oder eine E-Mail an cottbus-berufsberatung@arbeitsagentur.de schreiben. Einen Überblick über die Angebote in der Region gibt es auch online in der IHK-Lehrstellenbörse. Auch hier kann man sich an Ausbildungsexperten wenden, die bei der Berufsorientierung helfen. Startspritze für die Kulturszene. Das Kulturstaatsministerium fördert Sommerprojekte in Städten und Landkreisen. Cottbus hat sich um eine Förderung beworben und bekommt rund 100.000 Euro. Unter dem Titel Corona Culture Cottbus sind mehrere Open-Air-Veranstaltungen im Sommer geplant. Auf cottbus-bist-du.de findet man einen aktuellen Veranstaltungskalender. Los geht es am Freitag mit einem Konzert am Großen Hainer Bahnhof. Der Eintritt ist zu allen Events frei. Wellen schlagen, Wellen schlagen, Fälle in die Zeit.